Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, wir sind ja immer noch in den schwarzen Ameisenlabor unterwegs. Und hier hinten ist ein Robby und den wollten wir auf die Mütze hauen. Und ich würde sagen, das ist genau das, was wir jetzt machen. Vielleicht nehmen wir unser Schild nochmal in der Hand. Weiß gar nicht, ist das einer von denen mit den Blastern oder schlägt der nur? Der schlägt nur. Oh, da haben wir noch einen. Den hauen wir auch gleich auf die... Oh, die sind zu dritt. Ja. Okay. Wollten wir gleichzeitig hauen. Kriegt der eine? Oh. Blocken. Ja. Zwei auf die Mütze. Ha, genau, wenn ich das Schild wegnehme. So. Den haben wir kaputt. Und der letzte. Auch noch einer auf dem Hut. Der war schon kaputt, hat uns trotzdem noch geschlagen. Das ist aber frech. Eins. So, was haben wir denn hier? Verbände. Das ist sehr praktisch. Ich würde direkt einen benutzen. Die Tür B ist zu. Kein Problem. Hier haben wir noch eine Werkbank. Hier können wir noch analysieren. Ja, den Pilzbrei, den haben wir noch gar nicht analysiert. Pilzsiegel. Oh, cool. Ich kann jetzt Mauern machen. Das ist ja schön. Ah, jedes Mal, wenn ich was Neues entdecke, will ich alles abreißen und komplett neue Konzepte bauen eigentlich. Ah, gut. Wir werden schon was finden, wenn wir genug freigeschaltet haben. Ich denke mal ganz zum Schluss, wenn wir hier alle Labore erforscht haben und überall gut durchgeguckt haben. Dann werden wir nochmal schauen, dass wir ein paar schicke Gebäude hinbauen. So. Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen. Burgle has been behaving strangely. I have noted in some of our interactions that he has been taking liberties with my instructions besides his usual displays of incompetence. But just the other day, I heard him humming a tune about grilling. He thought I could not hear him, but I did. And I have told him again and again to eliminate that unnecessary function from his programming. And yet still I know he harbors secret thoughts of grilling. Oh. Okay. I was certainly right to isolate him from the experiments. One can only imagine how his malformed programming could be contaminating my research. Burgle wäre wohl gern mehr als ein Roboter. I'll need to review my security protocols to make sure no further contamination occurs. The security cameras are now installed across the yard, and I've assigned Burgle to overseeing Tasty and Parker operations. Und klebriger Schlunz. Was ist denn klebriger Schlunz? Neither ominent. Ein Moment. Diverse zusammengewürfelte Zutaten ergeben eine weitestgehend trinkbare Brühe, heilt die Gesundheit beim Trinken. Ach so, ja genau. Und den können wir untersuchen. Nor insect, nor robot will have access to my research now. So, dann gehen wir einmal den untersuchen, dann diesen rosa Klumpen. Könnte Kaugummi sein. War das Kaugummi? Ja, ein Kaugummistückchen ist selten. So, damit können wir Kaugummi-Trennwände stellen. Ne, vielleicht für so einen Raum zum Umziehen oder sowas, ne? So wie so eine Umziehkabine. Kann man ja später benutzen. So, und klebriger Schlons haben wir entdeckt, aber den brauchen wir ja nicht erforschen. Wir wissen ja, was der macht. Gut, die Tür haben wir auf. Aber was bringt mir jetzt diese Tür? Insbesondere. Da oben sind wir hergekommen. Da kamen wir nicht rein, weil die Tür ist immer noch zu. Die ist ja noch auf Rot. Da kam ich generell her. Die Tür ist auch zu. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir hier weitergehen müssen. Okay, wir folgen einfach wieder den Kabeln. Wir werden uns schon irgendwo hinführen. Das ist halt so cool mit diesen kleinen LEDs. Also das feiere ich wirklich. Finde ich, ist so eine geile Idee gewesen. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Quarzit. Da ist noch eine Abzweigung. Ich weiß nicht, ob wir die schon gehen wollen.
Oder ob wir sagen, wir folgen erst dem Kabel. Ja, wir können ja einmal kurz reingucken hier. Nee, das ist mir ein bisschen zu... Au, Eike, au, au. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, au, 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 au. Ich muss hier weg. Okay, das mögen die gar nicht. Ich darf da nicht rein, auch nicht verkleidet. Das ist ja... Oh nein. Wie viele haben wir denn jetzt, die mir folgen? Okay, aktuell gar keine. Wir können hier noch einmal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt, was wir aufnehmen können. Na, das schau mal einer an. Ein bisschen Quarzit, den bauen wir noch hier ab. Hier. Nö, klauen wir von den Ameisen. Die brauchen es ja nicht. Gut, ich habe mir das anders überlegt. Diese große Höhle ist mir erstmal egal. Ich bin jetzt, ich bin der festen Überzeugung, dass es besser wäre, erstmal den Kabeln zu folgen. Das ist eine große, ne? Kriegerameise. Okay, wenn die Streit anfängt, dann habe ich ein Problem. Wir ziehen einmal schnell dran vorbei. Ah, nein. Das Problem ist, wir sind ja jetzt am Bau so dicht dran. Ich habe da ein bisschen Angst, dass Nachzügler kommen. So wie der Kleine hier. Oh, das werden immer mehr. Okay, ich muss hier erstmal weiter. Oh, hier komme ich nicht rein. Tür B ist zu. Hier kann ich noch was abbauen. Oh Gott. So, dich kriege ich aber weg. Haust du dir so gleich wieder ab. So. Okay, das war kein Problem. Einmal Licht. Oh, nee, den nicht. Den brauche ich nicht. Den können wir noch mit einem Hammer abbauen. Den brauchen wir nicht springen. So. Haben wir einmal Quarzit eingesammelt. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Also ich kann ja diese Tür nicht öffnen. Die ist auch verschlossen. Die ist versperrt. So, hier haben wir nochmal Quarzit. Dahinter liegt auch noch eine Scherbe. Oh, 5 Scherben. Das war aber gut. Wenn die Tür zu ist, dann muss ich doch... Ich kann doch jetzt nicht in die große Höhle müssen, wenn die mich hier alle fertig machen. Und das auch noch grundlos. Ich meine, ich habe mich mit keinem von denen angelegt. Ich habe deren Kleidung an. Ich bin mir halt absolut nicht sicher, warum die mich hier angreifen. Die Tür ist halt auch noch zu. Ich muss hier nochmal rein. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. So. Ah. Ja. Wer gucken kann, ist klar im Vorteil. So, einmal den Handscanner benutzen, dann können wir auch die Tür öffnen. Und dann können wir höchstwahrscheinlich die anderen Türen auch aufmachen. Nee. Habe ich mir gedacht. Immer abwechseln, oder... Okay, jetzt bin ich dran. Du bist. Autsch. So, hier haben wir nochmal Science. Die nehmen wir mit. Oh, 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 oh. Jetzt nicht ins Loch fallen. Hier ist noch eine Kassette. Virgil, I'd like to summarize the results of today's mixer trials. Ready to take your dictation? Trials 1 and 2 were aborted due to mechanical failure. Now, trial 3. Trial 3 was interesting. Wait. Burgle, what is that? It looks like a gathering of ants. Well, I can see that, but what...
monster has agitated some of the local fauna, so... That's enough for today, Burgle. Okay, das war also eine Aufnahme von dem Moment, wo die Ameisen angefangen haben anzugreifen. So, kann ich mit dem hier noch was machen? Nö. So, hier haben wir noch Kiesel, ein paar Wurzeln, da ist auch nochmal Kiesel. Ich möchte jetzt hier nicht runterspringen, solange ich nicht weiß, ob ich irgendwas übersehen haben könnte. Vielleicht irgendwie Quarzit oder... Aber es sieht halt nicht so aus. Also ich glaube, hier ist gar nichts mehr zu holen. Hier war nur die Science. Okay, dann springen wir ins Licht. Ich bin im Licht, aber... Achso, ah ja Gott, hier ist eine Luke. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas, was wir mitnehmen können? Nee. Gut. Dann werde ich, würde ich sagen, wir springen hier einmal runter, wa? Hier haben wir noch Science, die ich nicht nehmen kann. Und eine Kiste. Kisten sind immer schön. Das nehmen wir mit. Bratwumms. Ah, werden wir bestimmt noch brauchen. Der ist doch nicht umsonst hier unten, oder? So, oh, ein Wasserspender. Das ist ja praktisch. Kann ich mein Trinken hier auch auffüllen? Oh, das ist ja super. Das finde ich ja gut. So. Was haben wir denn hier unten noch? Läuse-Honigtau. Das Regal ist umgefallen. Minzstücke. Keks-Sandwich-Brocken. Okay. Nehme ich mit. Trockener Gras. Und Seil. Also nichts Besonderes. Ich glaube, das einzig wirklich Gute, was wir jetzt hier drin hatten, war tatsächlich die Quarzitscherbe und die Schokolade. Die Minzstücken. Quarzitscherbe. Ja, genau. So, im Müll ist auch nichts. Also jetzt habe ich halt... Ich habe immer Bammel, ich könnte irgendwas übersehen haben, ne? Ah, ich kann mir hier einen Spawnpunkt setzen, würde ich jetzt sagen. Macht das Sinn? Ich setze den jetzt einfach mal. Hier unten sind ja keine Gegner in dem Raum. Läuse-Honigtau. Ich nehme es mal mit, ne? Wir dürften ja noch Platz haben. Ja, ja. Oh, dann nehme ich... Die Seile. Und das trockene Gras nehmen wir auch mit. Eichelbrocken, gut, die brauche ich jetzt wirklich nicht noch einstecken. Ich habe die bis jetzt im gesamten Spiel, glaube ich, noch nicht einmal verwertet. Aber, warte mal, wir haben doch den... Oh. Wir trinken jetzt in kleinen Schritten. Ja, ein bisschen das Leben wieder auffüllen. Bin ich nicht so überzeugt von? Das ist schon besser. Jetzt bin ich dran. Ich bin dran. Okay. Du? So. Das war einer. Ja, genau. Jetzt kommt gleich der nächste hinterher. Fliegender Wechsel. Oh, ich habe nicht gedacht, dass der so weit kommt. Okay. Jetzt bin ich. Zwei auf die Mütze. Rückzug. Ein auf die Mütze. So, es gab nochmal 200 Wissenschaft. Die beiden.
Hier haben wir noch eine Akte. Oha, das ist ja viel. Sicherheitshinweise. Es ist nur allzu klar, so benebelt ich in letzter Zeit auch gewesen sein mag, dass eine gewisse Ordnung dringend erforderlich ist. Notizen, Blaupausen, Aufnahmen, alles dummerweise frei zugänglich. Ich will nie wieder mit einer Soldatenameise um wichtige Forschungsmaterialien kämpfen. Ich vermute, dass hier weit größere Kräfte am Werk sind als eine verärgerte Kolonie. Es ist, als würde jemand im Schatten jede meiner Bewegung beobachten. Falls Ominent irgendwie von den verheerenden Fähigkeiten der Mixer-Technologie erfahren hat, tja, dann wird es Zeit für echte Sicherheitsmaßnahmen. Ich unterbreche die Projektarbeit, um dieses Labor ein wenig aufzupeppen. Außerdem gibt es Pläne für die Umsetzung. Eine alten Idee von Roby, die mürrische Management-Einheit. Ihre plumpe Programmierung lässt Raum für Verbesserungen hinsichtlich ihrer Einstellung und Gott bewahre, dass Burke jemals mit ihr interagieren muss. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie die beiden plaudern und über ihre Vorgesetzten lamentieren. Er scheint ziemlich eifersüchtig zu sein. Er. Turing stehe mir bei. Wie auch immer, ich muss mich an die Arbeit machen. Ja, schön. Also Sabotage, ja? Dann gehe ich mal davon aus, dass hier Sabotage betrieben wurde. Vielleicht ist das ja mit einer der Gründe, warum hier alles den Bach runterging. Und wir jetzt klein sind und ein Problem haben, wieder groß zu werden. Ey, mal gut, dass wir das mit dem Stacken genommen haben, ne? Die Mutation. So, haben wir hier noch irgendwas drin? Eine Chipkarte vielleicht? Eine andere Röhre oder so? Nee. Okay. Ein Schlüssel. Okay, also einer von denen hat wohl einen Schlüssel. Ja. Okay. Dr. Tully fragt sich, ob Burke Ominent ist. Na eigentlich, Burke ist doch unser Freund. Wir können dem noch trauen, oder? So, welche Tür haben wir hier eigentlich geöffnet? Level B Gewehr, Sicherheitsüberbrückung. Ja. Gut, damit habe ich die Tür hier auch auf. Ach, jetzt sind wir hier rausgekommen. Folge ich wieder dem Kabel? Fehlt da oben noch eine Tür? Wir gehen nochmal zurück. Oh, bitte Leute. Lasst mich passieren. Verdammt. Wir laufen einfach weiter. Vielleicht verlieren die ja das Interesse. Einer wird bestimmt noch kommen. So, jetzt hatten wir noch die Tür, ne? So, das müsste jetzt die letzte sein. Gehen wir einmal rein. Vorher können wir uns nochmal nahrungstechnisch verarzten. Das hält ja alles noch eine Weile. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach nur einen Faserverband. Gut. So, was haben wir denn hier drinne? Kann man nicht reingucken? Nix. Ah, die Türen sind runtergefahren, ja? Das ist also hier eine Sicherheitsmaßnahme gewesen. So, was haben wir hier? Das ist ja auch cool. Ob ich später auch so eine Bodenleuchten machen kann? Das wäre natürlich mega geil, ne? Ich will hier nichts übersehen. Boah, ist aber ganz schön groß hier, ne? Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier so viele Meter dran sind. Das ist Kiesel. Ton haben wir hier unten noch ein Kiesel. Ja, das war so klar. Okay. Wir machen den mal hier hinten fertig. Versuch den so ein bisschen zurückzulocken.
damit seine Kollegen nicht auch noch auf uns gehen. Einer reicht auf den Schlag. Einmal, dreimal beißt er mich. Oh, Ausdauer tanken. Jetzt kommt dreimal, ne? So, alle geblockt, alles gut gegangen. Ich darf nicht so weit dahin. So, ach, der war schön. Schönes Ding über die linke Flanke. Ja, wieso leuchtet das eigentlich rot? Weil es beschädigt ist oder weil ich es in Benutzung habe? So, pass mal auf. Das werden wir uns jetzt ein bisschen vorarbeiten. Okay. Also viel hat es nicht gebracht. Ach nein, kommt schon, Leute. Ich wollte eigentlich auch mal gucken, was eure Schwachstellen sind. Habe ich euch hier in der Höhle. Autsch. So. Nein, 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 nein. Ihr müsst schon zusammenbleiben. So. Den haben wir gut geblockt. Beide gleichzeitig. So, wo ist der Pfeil? Hier vorne. Haben wir hier noch mehr? Das, oh, das reicht doch langsam, oder? An Ameisen. So, einmal will ich hier hoch. Oh! Und den... kriege ich auch mit meinem Hammer abgebaut. Ein Hoch auf den Insektenhammer. Ja, bleib schön bei mir. Nee. Und? Ja, komm her. So. Der hat aber lange gezögert, ne? Ich dachte schon, da kommt gar nichts mehr. Wäre vielleicht eine andere Waffe angebrachter? Nee, also die auf jeden Fall nicht. Ja, gestunt und weg. So. Denn wir haben ja leichte Probleme. Unser Schwert ist schon wieder bald hin. Achtung, 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 hört genau hin. Mega Milchmolar. So, jetzt will ich das einmal tauschen hier. Ich nehme mal die Axt hier rein. Dass, wenn nochmal eine Ameise kommt, ich würde das gerne mal ausprobieren, ob das vielleicht mehr bringt als die Nadel. Am Damage. Das wäre natürlich optimal, ne? Wir müssen nochmal was essen. So. Ah, und jetzt muss ich wieder tauschen hier, warte, dann packen wir den auf den Keks. Das müssen wir mitnehmen. Und das müssen wir mitnehmen. So, 6 Stück. Da ist eine verschlossene Tür. Ich gehe ein bisschen davon aus, wenn ich diese Tür öffnen werde, werde ich ein dezentes, das ist eine sehr große Tür. Ich würde gern hier noch rein, aber hier kann ich nicht rein, da ist zu. Ich habe irgendwie ein bisschen Sorge, dass ich mir hier ein Problem reinhole.
Scheibe mit Sprung. Dafür war der Bratwurms gedacht. Aber wir haben was Besseres. So, und... Deckung! Wieso haben wir jetzt hier eine Alarmanlage? Halt, Moment. Ich möchte gerne ein bisschen was umdisponieren. Verdammt, ich habe nur zwei Verbände. Bekomme ich jetzt hier einen Endgegner? Oh nein. Oh Gott. Der hält ja mega viel aus. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof gelaufen. Kann er nicht seine eigenen Kumpels zerschrotten? Ah, hier wäre der Hammer vielleicht doch wieder besser. Ja, Moment, ich versuche mal mich hier kurz zu verstecken. So, so und... Bitte nicht schießen! Oh, das war knapp. Bin mir auch ziemlich sicher, dass mir bei ihm mein Schild nicht helfen wird. Ah, Ausdauer. Oh, jetzt hat er hier schon wieder neue Helfer. Oh mein Goodness. Ja genau, und die können da durch? Das finde ich jetzt ein bisschen frech. Also, ich sag's wie es ist. Oh mein Gott. Ich muss mal Schnaps trinken. Oh mein Gott. Autsch. Autsch. Da hat mich der Laser instant geschrottet. Ich wusste nicht, dass das auf mich zukommt. Ich hatte keine Ahnung. Boah. Okay, also das hat mich jetzt, das hat mich tatsächlich überrascht. Also einmal dieser komische Laser, wo die Robbys anscheinend durch dürfen, aber ich nicht. Na gut, war ja auch klar eigentlich, ne? Es war, wie ich gesagt habe, ich habe ein Problem, wenn ich hier die Tür öffne. Ja. Jetzt kann ich hier die Fackel gar nicht wegnehmen. So. Dann muss ich mich einmal ein bisschen anders ausstatten. Die Armbrust, kann ich die Armbrust denn überhaupt benutzen? Hier drinne. Ein Mintstück. Oh, das hätte ich gerne analysiert. Vielleicht hätte ich noch eine stärkere Waffe gehabt. Oder ich hätte die Kneifzange mitnehmen sollen. Gut. Ja, mit den Gegebenheiten, die ich jetzt habe. Habe ich ein Problem, ne? Aber egal. Ich würde sagen, also ich werde das jetzt, ich werde das mit den Sachen, die ich mit habe, versuchen. Das muss doch zu schaffen sein. Ich versuche da jetzt mal optimistisch ranzugehen. Jetzt weiß ich ja, was auf mich zukommt. Und dann würde ich sagen, wir gehen das nächste Mal gemeinsam da rein und werden... Ja, wir werden gucken, dass wir das schaffen, oder? Optimismus, wir schaffen das. Das würde ich, also für heute war es das auf jeden Fall. Morgen gehen wir da nochmal rein und dann gucken wir, dass wir den Endgegner da weggehauen kriegen. Oh, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten.
Ich hoffe, ihr seid morgen mit dabei. Wird spannend. Schaffen wir es nicht? Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann, macht's gut. Ciao.